Also am liebsten habe ich einen Mitspieler, die hinten immer schauen, dass du nur 20 Tore reinkommst, weil dann hast du vorne freie Hand. Das ist mal das Beste eigentlich. Aber Mitspieler vorne, ich kann nicht sagen, was mir am liebsten ist. Ich kann nur an unsere erfolgreichste Mannschaft, was wir hatten, zwischen 2013 und 2018. Da war links ein Kim Ekdal und rechts ein Alexander Pettersson. Und die waren jetzt, sage ich mal, von der Handballintelligenz nicht mega gut bestückt, aber ich habe halt gewusst, oder sie haben ihre Fähigkeiten gekannt und ich habe gewusst, was sie können. Und wir haben eigentlich immer probiert, Situationen so hinzustellen, dass sie ihre Stärken einbringen können. Das ist, war viel 1 gegen 1. Wenn man das geschafft hat, die Abwehr so zu stellen, dass einer links und rechts 1,2 Meter Platz hatte, dann war es unmöglich, die zu verteidigen. Und das haben wir immer probiert mit verschiedenen Auslösungen. Hinzukriegen. Und was auch beispielsweise Mats Mensa, der Däne, er war so ein verkappter Rückraummitte eigentlich, oder er ist ein verkappter Rückraummitte. Das macht schon Spaß, mit solchen Spielern zusammenzuspielen, weil dann funktionieren halt auch Sachen, die jetzt mit einem Kimek da nicht funktioniert haben. Da kann man nicht sagen, hey, du gehst in die Mitte, wir spielen eine leere Kreuzung, du gehst in die Mitte, holst den ersten Dreier raus, der Kohlbacher dreht sich um den Abwehrspieler rum, ich bin auf der linken Seite, kann ich da reinspielen. Das war dann so, das hat so geflutscht. Und, aber das braucht Zeit, das braucht viel Training, das braucht viel Vertrauen ineinander, dass man so kleine Sachen einfach innerhalb von kürzester Zeit einbringen kann oder trainieren kann. Und das habt ihr dann häufig auch nur zu zweit oder zu dritt gemacht, genau. So in kleinen Gruppen, auch ohne Abwehr wahrscheinlich, dann viele Pässe, genau. Und Abläufe. Genau. Dass man eigentlich so wirklich, was ich vorher auch gesagt habe, dass ich mich so bewege, wie ich den Abwehrspieler haben möchte, so haben wir das halt mit 2, 3 Abwehrspielern dann gemacht. Wir haben ja gewusst, wenn wir diese Sachen spielen, dann muss eigentlich die Abwehr so reagieren und wir reagieren dann wieder auf das. Das ist ja wieder, eigentlich das wieder ein Schritt voraus sein. Das heißt, das, was so auch Abwehrspieler machen sollen, antizipativ arbeiten, hast du auch immer im Angriff gemacht. Das heißt, du hast bestimmte Abläufe gehabt und hast dann antizipiert, was dann für Reaktionen kommen, um da dann entsprechend, genau, reagieren zu können. Genau. Und das habt ihr dann im Spiel mehr oder weniger intuitiv haben wir schon gesagt, aber die Auslösehandlung wurde vielleicht vom Trainer vorgegeben, aber was sich daraus ergibt, habt ihr dann mehr oder weniger abgesprochen. Genau. Und dann haben wir gesehen, okay, die reagieren jetzt auf diese Aktion, reagieren so, jetzt bringen wir unseren Plan B. Mhm. Wenn die das so machen, dann machen wir es halt so. Mhm. Und dann probieren wir das wieder zu adaptieren, dann machen wir es vielleicht so. Und das ist immer so ein, das ist so eine, wie so eine Schnitzeljagd eigentlich. Man probiert, die Deckungsspieler sich so hinzustellen, dass sie eigentlich auf das reinfallen müssen. Es ist ja kein Trick. Also, ist ja nicht irgendwie, also, wenn ich eine Bewegung nach rechts mache, dann macht tendenziell der Abwehrspieler auch eine Bewegung nach rechts. Wenn ich einen Wurf antäusche, nimmt er tendenziell die Hände hoch. Wenn ich seitlich gehe, schiebt keiner so rüber. Also er muss ja mit den Händen irgendwie runterkommen. Das sind so Sachen, ich probiere die Deckungsspieler so zu bewegen, wie ich das möchte. Und das ist auch genau gleich, wie Henning gesagt, das ist so viel psychologisch. Also ist genau das, was er sagt. Ich probiere viel in die schwierige Ecke zu werfen, weil ich das Gefühl habe, ja, der Torhüter muss ja tendenziell eigentlich durchgehen. Aber wenn dann der Torhüter wirklich diese Bälle dann hält, 2, 3 Mal, dann denkst du, ah, scheiße. Okay, so jetzt fange ich an, gerade zu werfen. Und dann habe ich mein Ziel erreicht, genau. Weil ich will ihn ja eigentlich zum Nachdenken bringen. Und wie es Andi auch sagt, er zwingt die Spieler, er hat ja die Option natürlich Schuss, Durchbruch oder Pass. So, und da ist er im Vorteil. Er hat ja das auch viele Jahre in der Form praktiziert, dass er mit großem Anlauf kam und dadurch über ein hohes Tempo und der Abwehrspieler steht mehr oder weniger, hat er den leichten Vorteil zu entscheiden, okay, gehe ich weiter Richtung Lücke, werfe ich oder spiele ich den Pass. So, aber das in diesem Bruchteil von einer Sekunde zu entscheiden, was mache ich jetzt richtig und dabei haben wir ja trotzdem bei diesem hohen Tempo nur 3 Schritte, das ist die hohe Kunst und auch da, wie gesagt, das hat er in der Form perfektioniert, ja. Und wie stellst du dich dann auf unterschiedliche Torwarttypen ein? Auch da muss man ja im Prinzip dann je nach Situation sich anders entscheiden, je nachdem wer dann da ist. Oder also ich bin der Meinung, man kann das nicht. Mhm. Ich bin der Meinung, man kann sich nicht auf den Torhüter. Also ich glaube, ich kann es nicht jeder. Ich habe immer einen Satz gehört von Nikolai Jakobsen, der dann gesagt hat, beispielsweise, wenn Heinevetter im Tor stand, hat er gesagt, ja, werf hoch in die Mitte. Mhm. Und das, okay. Weil er dann schon wieder weg ist, ja. Ich werfe hoch in die Mitte, also ich kann mich nicht vorwerfen, eigentlich hoch in die Mitte zu werfen. Das, wie Henning sagt, jeder Spieler hat
seine Würfe und seine Bewegungen. Das ist ja ein Ablauf, den man in jedem Training hat. Also wenn ich nach da gehe, dann probiere ich tendenziell so zurückzuziehen, dann muss ich mir vor dem Sprung schon vornehmen, oh, ich werfe jetzt gerade. Das heißt, du gehst rein in eine bestimmte Situation, die für dich erfolgreich ist, und dann ist aber auch der Wurf dann entsprechend angepasst, wie die Abwehr reagiert oder was für der Torwart bewegt. Das wäre der Optimalfall. Also es ist immer auch eine schöne Aussage, wenn dann ein Trainer sagt, ja, guck dir doch den Torwart an. Ja, also es gibt es ist ein Bruchteil von einer Sekunde. Also kann ich hier, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Also ich kann das nicht. Der Torwart hat ja auch mehr Zeit, muss man sagen. Er kann halt warten. Und wenn er erkennt, dass der Schütze verzögert, ja gut, ich kann auch warten. Ne? So, also das ist dieser schmale Grat. Ich meine, klar, ich könnte mir noch vorstellen, wenn es Torhüter gibt, die relativ früh am Boden sind, dass man vielleicht noch die Option hat, nach oben zu ziehen. Aber bei der Schnelligkeit und du kriegst Körperkontakt, dann ist das, halte ich das auch für schwer. Also das mag eine Möglichkeit sein, das zu trainieren, aber nur bedingt. Ich glaube zum Beispiel im 1-1, wenn man wirklich alleine vor dem Torhüter ist, glaube ich, dass man sich schon ein bisschen auf den Torhüter einstellen kann. Mhm. Also wenn ich weiß, ein Calciganis springt viel hoch oder ein Landin bleibt lange stehen, viel über dem Kopf frei, solche Sachen, dann kann man sich ein bisschen auf das einstellen. Aber wenn man dann in der 45. Minute schon irgendwie 3,5 Kilometer im Bein hat und keinmal Sauerstoff hat, dann geht man halt auf seine Schablone zurück, und die Schablone weiß der Torhüter meistens. Und das ist dann das Schwierige daran.